Alright Leute, hier haben wir ihn, ja. Das ist der geile Roller von Lidl für 299 Euro. Ich weiß nicht, ob ihr Erfahrung habt mit Elektroscootern, aber als die vor ungefähr 2 Jahren nach Berlin kamen, habe ich mir sofort eine App geholt und die Dinger instant ausprobiert. Ich war auch mega begeistert davon. Leider kann man die natürlich nur im Innenstadtbereich benutzen und das ging auch ganz schön ins Geld. Am Anfang waren die nicht so wirklich billig. Und dann stand für mich fest, dass ich irgendwann so ein Ding auch mal haben wollte. Also habe ich einfach auf eine Gelegenheit gewartet, da ich nicht gerne Pakete oder sowas online bestelle, auf große Päckchen warte, dann ist man nicht zu Hause etc. pp. Als ich also letztens im Lidl einkaufen war und gesehen habe, dass genau dieser Scooter hier, ich nenne es mal als Einsteigermodell, für 299 Euro im Angebot war, habe ich auch gar nicht lange überlegt und mir das Ding direkt mitgenommen. Ich habe den Karton in den Einkaufswagen gepackt, bin damit rausgefahren zum Parkplatz und habe es direkt auf dem Parkplatz den Karton auseinandergerissen, das Ding zusammengebaut und dann gleich die Pappe dort gelassen, gleich dort entsorgt, gar nicht den Müll mit nach Hause genommen und bin sogar auch gleich mit dem vorgeladenen Akku nach Hause gefahren, was man eigentlich nicht machen soll. Der Zusammenbau hat sich im Wesentlichen darauf beschränkt, dass man hier oben das Griffstück vom Lenker in die Lenkstange reingeschraubt hat mit 6 Schrauben. Die sind ein bisschen weich. Ich habe mich nicht getraut, die so fest anzuballern. Ich habe die jetzt auch schon eine verloren, die hat sich gelöst. Also würde ich empfehlen, da ein bisschen Loctite oder Sekundenkleber auf die Schraube zu machen, wenn man das zusammenschraubt. Und hier drin war halt noch ein Kabel, was man zusammengesteckt hat. Das war es eigentlich. Ansonsten hat man noch einen Kennzeichenhalter hier hinten, der angeschraubt wird, dass man, wenn man das Ding auf der öffentlichen Straße fährt, auch sein Kennzeichen daran anbringen kann. Zum Lieferumfang war außer dem Roller selbst noch ein Schlüssel dabei. Man kann den Akku nämlich rausnehmen, man kann den Akku entweder laden, indem man den rausnimmt und mit nach oben nimmt in die Wohnung, oder man kann den Akku laden, indem man direkt hier an der Seite in den Roller reingeht. Dann kann der Akku auch drin bleiben. So, der Roller ist natürlich auch klappbar, wie die meisten E-Scooter zum Verstauen oder Tragen. Kann man hier am Gelenk das aufmachen und dann kann man den Griff runterklappen, der rastet hier hinten ein. Wir haben hier Hartgummireifen, die halt den Vorteil haben, dass sie nicht platt gehen können und den Nachteil, dass sie ziemlich hart sind und auch Stöße so ziemlich doll an den Rahmen weitergeben, was ich als bedenklich sehe, wenn man auf unebenem Untergrund fährt. Aber der Roller ist auch eher, denke ich, gedacht für ebenere Strecken. Er hat keine Federung und keine Luftreifen. Angetrieben wird der Roller hier vorne durchs Vorderrad. Da ist der Elektromotor drin und da mit diesem Motor kann man auch gleichzeitig bremsen. Also man kann die Energie umdrehen. Man hat hier auf der einen Seite einen Gashebel zum Gas geben und eine elektronische Vorderradbremse. Die blockiert auch nicht, soweit ich das mitbekommen habe. Das heißt, ich weiß nicht, ob das abgefragt wird wie beim ABS. Auf jeden Fall kann man voll reinballern und man kriegt das Hinterrad nicht zum Abheben. Hinten gibt es eine mechanische Bremse, eine ganz normale Bremsscheibe, wie beim Fahrrad auch. Und beide Bremsen unterbrechen automatisch auch die Energiezufuhr. Also wenn man dann die Bremse zieht und trotzdem Gas beibehält, wird das Gas unterbrochen und die Bremse gezogen. Der Roller ist mit folgenden Specs angegeben, also vom Datenblatt her, der hat eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometer. Die Zuladung, die maximale, sind 100 Kilogramm, also jemand, der schwerer ist, sollte nicht damit fahren. Als Reichweite sind 20 Kilometer angegeben, bis zu einer Maximalreichweite. Dazu komme ich aber später noch, wie da meine Erfahrungswerte sind. Durch die angegebene Maximalgeschwindigkeit von 20 km/h und das vorhandene Licht kann man das Fahrzeug auch zulassen. Ich bin damit einfach zum Versicherer um die Ecke gegangen, hier in den ganz normalen, ins Ladenlokal rein, habe den Roller direkt mitgenommen. Es sind Papiere beim Roller dabei, die das für die Versicherung nachvollziehbar machen, dass er Straßen zugelassen werden kann. Das Ganze hat 10 Minuten gedauert. Ich habe da meine Daten angegeben und habe dann so ein kleines Kennzeichen bekommen, was ich mir hinten aufgeklebt habe. Das ist dann ein Kennzeichen für Elektro-Kleinstfahrzeuge. Das hat gekostet ungefähr 25 Euro jetzt für 6 Monate. Hier oben haben wir ein Display mit nur einem einzigen Knopf. Drücken wir den Knopf einmal, wird der Roller eingeschaltet. Drücken wir danach zweimal den Knopf, wechseln wir zwischen Power-Modus und Eco-Modus. Und drücken wir nur einmal die Taste kurz, können wir das Licht ein- und ausschalten. Zum Ausschalten des Rollers drücken wir die mittlere Taste einfach etwas länger und dann geht der Roller aus. Auf dem Display zu sehen sind sowohl die aktuelle Geschwindigkeit als auch noch die Akkuanzeige, wie viel Akku noch vorhanden ist. Und wir haben eine Anzeige für Leistungsaufnahme. Das heißt, wenn man Vollgas gibt, sieht man, dass es im roten Bereich ist, ne? Und wenn man dann eine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat und auf ebenem Boden nur geradeaus fährt, sieht man auch, dass die Leistungsabnahme dann geringer ist und gleichmäßig.
Zum Fahren selbst. Der Roller fährt sich genauso, wie ich das erwartet hätte. Er ist ähnlich ein Mietroller, natürlich etwas kleiner und leichter. Und der Motor ist auch ausreichend stark. Bei einer Person, bei mir 90 Kilo, ist die Beschleunigung ausreichend. Der Fahrspaß ist gegeben. Also, das ist jetzt irgendwie kein Kinderroller oder so, vollkommen einsatzfähig. Zum Anfahren muss man, der fährt nicht aus dem Stand an. Also, man muss leicht anrollen und dann kann man das Gaspedal betätigen und dann fährt er auch selbstständig. Zur maximalen Reichweite kann ich sagen, dass ich zwei ausgiebige Touren gemacht habe, sowohl eine hier in der Stadt als auch eine aus der Stadt raus, über Land sozusagen. Beide Strecken waren jeweils so 6 Kilometer hin und zurück, also ungefähr 12 Kilometer Gesamtreichweite. Ich bin ungefähr auf 12 Kilometer gekommen. Ich bin aber auch die Strecke immer den größten Teil im Power-Modus gefahren, nicht im Eco-Modus. Und wenn die Reichweite mit 20 Kilometern angegeben ist, ist wahrscheinlich ein glatterer Boden gemeint. Und wenn man dann den Eco-Modus nimmt und durchfährt, halte ich 20 Kilometer für machbar unter den perfekten Umständen. Aber so im Feldversuch ungefähr 12 Kilometer. Berghoch, bergrunter, beschleunigen, stehen bleiben, Power-Modus. Wie gesagt, der Sportmodus ist zehrend für den Akku. Akkus mögen das gar nicht, vollgeladen zu werden und dann unter Volllast bis auf Null sozusagen wieder leergezogen zu werden. Das geht sicherlich auch auf die Haltbarkeit. Also wenn ihr lange was davon haben wollt, fahrt im Eco-Modus. Und wenn ihr Spaß haben wollt, dann den Power-Modus. Ich habe den Roller aber nicht nur für lange Strecken genutzt, sondern ich habe ihn auch benutzt, um hier bei mir im Kiez zum Supermarkt zu fahren oder abends nochmal zur Tankstelle. Ich habe den Roller aber auch benutzt für kleine Reisen. Also ich bin damit zur Bahn gefahren und dann habe ich jemanden in Brandenburg besucht und bin von dort, von der Bahnhaltestelle zu seinem Haus gefahren. Ich habe den Roller benutzt, um in dem Ort mich zu bewegen, vom Badesee zum Haus und zurück. Also ich finde dieses Teil mega praktisch. Ich bin begeistert von E-Scootern, von dem Konzept und vor allem, weil man ihn nicht nur laden kann, jetzt sage ich mal zu Hause an einer Netzsteckdose, was bei mir so ungefähr 5 bis 7 Stunden gedauert hat. Sondern ich habe auch einen VW-Bus und habe ich eine kleine Solarzelle obendrauf und da kann ich sogar im Fahrzeug den laden. Das dauert dann ungefähr 2 Tage, weil ich eine kleine Anlage habe. Aber so habe ich, wenn ich mit dem Bus unterwegs bin, immer noch ein kleines Fahrzeug dabei für Kurzstrecken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch gerne oder abonniert den Kanal, weil ihr wisst Bescheid, bald gibt es bestimmt mehr Videos.